Ja. Flamo Berisha 1:1 hier in Ravensburg. Hier war mehr drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten in der ersten Halbzeit gerade auch 300-prozentige. Ich auch selber ein oder zwei. Also in der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich schon mit 2:0 in Führung gehen können. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann halt nach dem Gegentor nicht mehr richtig ins Spiel reingefunden, aber haben es eigentlich relativ gut gemacht heute. Ihr habt viele Chancen vergeben. Fehlt es einfach am richtigen Stürmer, am eiskalten Stürmer? Was denkst du? Ich glaube nicht, dass es am richtigen Stürmer liegt, weil wir spielen uns eh jedes Spiel, spielen wir in Chancen raus. Uns liegt nur noch am Tor dann, dass wir die Bälle reinmachen. Aber das wird schon noch kommen und wir haben genug Qualität, dass wir auch genug Tore schießen können. Ja. Wärst du vor Spielbeginn hier mit dem Unentschieden zufrieden gewesen? Nee, auf keinen Fall. Also wir sind auf jeden Fall hierher gekommen, um zu gewinnen. Jetzt Mittwoch, Pokalspiel gegen Sportclub Pfullendorf. Ich denke, weiterkommen ist das deutliche Ziel. Ja, also wir müssen auf jeden Fall weiterkommen. Für uns gibt es keine andere Möglichkeit, als nächsten Mittwoch zu gewinnen. Ja. Heute habt ihr die große Chance vergeben, in der Tabelle vielleicht noch ganz weit nach vorne zu springen. Nächsten Samstag kommt der FFC. Ich denke, vor eigenem Publikum wollt ihr es dann wieder wissen. Ja, gegen FFC müssen wir wieder alles abrufen. Genauso wie heute, aber halt zu Hause weiß ich, dass wir extrem stark sind und bin mir sicher, dass wir auch gegen Freiburg gewinnen werden.